Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Star Wars The Old Republic Rise of Zat-Kartell mit imperialer Seite auf Markep. Wir machen da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Also ich muss ja da lang. Bei der Kack-Quest, wenn ihr die letzte Folge nicht verpasst habt, dann braucht ihr die auch gar nicht gucken, denn da ist so gesehen nichts Spannendes passiert, außer 10.000 unnötige Tode durch irgendwelche Verarsche und was weiß ich nicht alles. Das ist jetzt ein blödes Vieh, ey. Wehe, das kannst schubsen. Wehe, du kannst schubsen. Schnell weg. Da würde ich auch noch durch so einen blöden Isotop 5 Druiden. Ja, komm, hör auf mit dem Scheiß hier. Oh, hier komme ich nicht raus. Scheiße. Oh, ich hasse es, dass es hier nur einen Ausgang gibt, ey. Wo ist denn der Ausgang jetzt? Wo ist der Ausgang aus dem Laden? Raus hier. Boah, leck auch noch. Genau. Also irgendwie hat Mark in letzter Zeit irgendwie seine totalen Bugs bewiesen. Also Verbindungsfehler ständig. Dann Lags. Was kommt das noch als nächstes noch dazu? Keine Ahnung. Mega Betrug und Verarsche. Ich weiß es nicht. Was kommt noch? Was gibt's? Was fehlt noch alles? Dann dieses 100 Milliarden mal vom Gleiter schmeißen. Also Ilum war ja schon verbuggt. Ja gut, auch wenn nichts, auch wenn Ilum nichts getoppt hat, aber wenn Marker bisher Ilum noch nicht getoppt hat, aber ja. Nerven tut es trotzdem so. Ich hatte sogar irgendwie das Gefühl, dass ich schneller gehe, wenn ich mich einfach umgebracht hätte und dann am Respawn-Punkt ist wieder gespawnt wäre. Ach, hier muss ich hin. Scheiße. Oh nee. Ach da. Oh. Hier ist der Rancor des Archons. Den will ich ehrlich gesagt jetzt nicht besiegen. Ja, und ich fahre noch fast rein. Gut, das erste Geschütz war einfach, die nächsten zwei werden, glaube ich, etwas schwieriger. Ich warte mal, wo ist denn das jetzt? Das ist jetzt. Oh nein! Lex, hör auf! Ich hasse es, wenn Gegner mir erst spawnen, wenn man kurz davor steht. Ja, oder wenn ein Charakter das Springen nicht annimmt. Komm, ich wollte doch an den Rand fahren. Ich wollte bis hier fahren, dass ich die Scheißviecher runterschubsen kann, obwohl ich glaube, ich nicht, also, glaube, dass es nicht Lasst geht. uns neue Größe erreichen. Deshalb schubst du sie einfach hier runter, wenn der blöde Gefährte wieder so doof ist. Was war denn das jetzt? Warum wurde das wie jetzt nicht runtergeschubst? Das ist Betrug. Warum? Weil ein blöder Gefährte den jetzt wieder in den Stun gebracht hat, oder warum wurde der jetzt nicht runtergeschubst? Meine Fresse, die Gefährten nerven mich irgendwie von Tag zu Tag mehr. Ja, der darf mich aber schubsen, ne? Mich darf er schubsen, ne? Komm, jetzt hau ab hier, komm, geh mal schön an den Rand. Jede schubst nochmal, ey, den kotzt und krass sich aus. Warum hat der denn jetzt bis so schräg geschubst? Und ich hoffe wirklich, dass wir bald mit dieser Quest fertig werden. Ich habe echt keinen Bock mehr. Habe ich aber letzte Folge schon tausendmal gesagt. Ich habe aber an keinen Bock mehr gehabt. Hier ist auch wieder so eine tolle Schwebeplattform. Ich habe euch das Datacron noch gar nicht gezeigt. Naja, gut, das brauche ich auch wirklich nicht zeigen. Ich glaube sogar, da kommen wir sowieso noch hin, weil wir bestimmt noch irgendwie so ein Scheiß kommen mit. Ach komm mal, du musst doch noch mal das nächste Ding aktivieren. Fahr doch noch mal bitte hin. Oh nee, sind auch wieder Gegner. Scheiße. Das habe ich gut. Den bin ich schon mal ausgewichen. Das ist gut. Komm ich hier raus? Ja. Oh! Steuerung. Mann. Ich bin auch noch auf der falschen Seite rausgefahren. Lasst uns Ja, wehe, wehe! Hier. Oh nee, jetzt backt der auch noch rum, oder was? Also dieses blöde Entrinnen. Obwohl der Gegner direkt neben dir steht, das ist auch so eine Scheiße, die von SWT auch irgendwie seit neuestem total rumbackt. Wo ist mein Gefährte jetzt hin? Hat er den jetzt runtergeschubst, oder was? Komm her. Der Gegner hat es tatsächlich geschafft, meinen Gefährten runterzuschubsen. Wow. Mich zwar nicht, aber mein Gefährten. Gut, immerhin lieber ihn als mich, aber. Gut, immerhin war das jetzt nicht so beschissen wie das wie die anderen zwei. Den schnell schubst, bevor er mich schubst. Gut, den starken habe ich schon mal. Ne, Moment, war es jetzt zwei starke? Nein, heilen darfst du dich natürlich nicht.
Kommst du auf die Idee, dass du dich heilen darfst? Nein, du darfst dich nicht heilen. Zack. Boah, es laggt schon wieder so. So, würde ich sagen, dass das letzte Ding war. Komm, mit dem Geschubse bist du auch nicht besser. Ist immer noch besser als irgendeine Verarsche, aber... Trotzdem. Will ich nicht. Also, wenn wir das Gebiet fertig haben, sind wir auch, glaube ich, erstmal mit dem beschissensten Teil des Planeten durch. Von daher... Ja, hoffe ich mal, dass das hier schnell auch geht. Habe ich jetzt die Bonusquest noch mitnehmen? Weiß ich nicht. Ich habe die letzte Plattform unter Kontrolle gebracht. Das war es dann. Hoffen wir auf das Beste. Hoffe ich auch. Der Scheiß eigentlich fertig ist. Der Laserbohrer läuft auf voller Stärke. Wir folgen eurem Programm. Plattform 1 und 2 sind voll funktionsfähig. Beschleunigen die Daten, die Visualisierung des Scans von Markep. Die Hutten berichten, dass der Pilrata-Tafelberg gerade eingestürzt ist. Sag mir, dass es funktioniert. Keine Störung bitte, Dr. Scheosch. Verkleinern Strahl um 0,02%. Der Bohrschacht wird von Magma geflutet. Berechnung laufen. Der Kern wird in Kürze das Gleichgewicht erreichen. Markep bleibt intakt. Gut gemacht, wir haben Markep gerettet. Wie sicher seid ihr? Ihr habt meine Befehle befolgt. Ihr könnt stolz auf euch sein. Dieser Planet lag im Sterben, aber heute haben wir den Tod ausgetrickst. Ja, sehe ich. Hat super geklappt. Hier ist Station 1. Einer unserer Stabilisatoren ist explodiert. Lasst uns endlich gehen. Wir können den Planeten noch verlassen und werden euch nie wieder belästigen. Bitte. Bleibt auf eurem Posten. Geht, ihr habt es euch verdient zu leben. Nee. Der Auftrag ist erst erfüllt, wenn dieser Planet nicht mehr bebt. Eure Leben sind bedeutungslos im Vergleich zu Markep. Haltet euch das vor Augen, wenn die Plattformen auseinanderbrechen. Alle Ruhm dem Imperator. Ich werde die Bohrteams weiter anweisen. Ihr solltet die Beben soweit kontrollieren können, dass diese Welt zusammenbricht. Eine Nachricht von Darth Maar. Aber ich habe Interferenzen. Die Flotten der Republik und der Hunden verlassen das Markep-System. Sie berichten, dass der Planet in seinen letzten Atemzügen liegt. Jetzt gehört Markep mir. Jetzt läuft alles nach Plan. Ihr hättet nicht an mir zweifeln sollen. Lord Maar, gestattet mir, euch die neueste Ressourcenwelt des Imperiums vorzustellen. Markep ist stabil und gehört mir. Ganz gleich, was unsere Feinde glauben. Bereitet eine Armee vor, um den Planeten zu erobern. Sehr gut. Wenn die Schiffe der Republik und der Hutten geflohen sind, wird meine Flotte das System sichern. Ich muss zugeben, dass ich euer Spiel unterschätzt habe. ISO 5 Operationen verstärken sich scheinbar die atmosphärischen Störungen auf Markep. Es wird eine Weile dauern, bis wir die Kommunikation zur Außenwelt wiederhergestellt haben. An die Arbeit, ich will Maar zurück. Markep ist also isoliert? Gut. Ich war sowieso mit Maar fertig. Wenn niemand mit der Außenwelt kommunizieren kann, sind die Chancen für die Verbreitung der Wahrheit minimal. Das stimmt. Es könnte ein Segen sein. Wenn ihr abreisebereit seid, können wir uns erneut hier treffen. Feiert den Sieg und erholt euch. Okay. Habe ich auf jeden Fall vor. Und anscheinend sind wir wirklich fertig. Gut, dann würde ich sagen, fahre ich nochmal ganz, ganz kurz zu dieser Bonusquest da. So, ich habe mich jetzt doch entschieden, diese Bonusquest nicht zu machen, weil es total schlecht formuliert ist und ich habe keine Ahnung, wo ich das Ding suchen muss.
Und ich habe auch keine Ahnung, wo das sein soll. Von daher öffne ich jetzt hier erstmal kurz die Nachricht, die wir noch geschickt bekommen haben. Warum ist eigentlich mein Gefährte tot? Gut, Frage, die sich wahrscheinlich niemand beantworten wird. Weil sie keiner beantworten kann, weil es sinnlos ist. Genau so, solche Bugs zum Beispiel gibt es auf Minecraft auch ganz oft, dass irgendwie die Gefährten immer sterben. Wo sie es eigentlich gar nicht dürfen. Ich bitte euch, zuerst die Bedrohungssteuerung. Bitte, bis sich der Krieg beruhigt und unsere bescheidene Anstrengung das einzige, das die Beben unter Kontrolle hält. Der Tafelberg könnte zusammenbrechen, wenn ich nicht arbeiten kann. Lane hat es nicht geschafft. Protison ist verletzt, aber er kann ein Gewehr halten. Was ist denn hier passiert? Kennen wir uns? Ihr werdet mir den nötigen Respekt zollen. Ein Sith Lord befindet sich unter euch. Muss ich noch mehr sagen? Wir wurden von den Truppen des Archons angegriffen. Ein Dutzend Regulatoren mit einer Angriffssphäre. Jukagi Nempanino. Er will gerne gefallen, mich zu verstecken, und das habe ich getan, wie ein Loveling, das habe ich gehört, wie dein Feind getötet hat. Dann nur noch Lärm. Die Feiglinge haben sich unsere Leute geschnappt und sind weggerannt. Sie wollten Gefangene zum Befragen. Wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Leute reden. Können wir sie freikaufen? Nia war schwach, sie wird brechen. Wenn der Archon erfährt, dass wir Marquette gerettet haben, wird die Huttenflotte niemals abziehen. Wir müssen Nia und die anderen finden. Ja, mein Sith Lord. Diese Fähre ist zum Anwesen des Archons geflogen. Ich habe nur noch zwei unverletzte Männer und ein Blasterpack. Aber wenn ihr zurückschlagen wollt, kann ich euch Feldinformationen besorgen. Sag mir, was mich erwartet. Wir wissen nicht, wo sie sind. Niemand stiehlt meine Anhänger. Ich will genau wissen, was unser Feind vorbereitet hat. Wie sehen die Verteidigungen des Anwesens aus? Rechnet mit viel Automatisierung. Droiden, Geschütze, Partikelschilde. Alles, was der Archon zurückgehalten hat oder nicht auf dem Schlachtfeld einsetzen konnte. Er weiß, dass ihr kommt. Und er hat den Heimvorteil. Also ist es genau genommen eine Todesfalle. Es gibt auch, vergebt mir, wenn ich mich wiederhole. Bla bla bla. Oh, scheiß Notepad, geh weg. Kontinentale Vernichtung. Kurz, alles Leben auf dem Planeten wird sehr wahrscheinlich sterben, wenn ich weiterhin abgelenkt werde. Das ist eine mächtige Waffe. Also lasst euch nicht ablenken. Ich brauche nicht noch ein weiteres Problem. Ihr seid der Wissenschaftler Nadrin. Bekommt die Situation unter Kontrolle und konzentriert euch. Ihr solltet besser gehen. Die Gefangenen sollten mittlerweile gelandet sein. Vor. Was bedeutet, dass der Archon bereits seine Schmerzdroiden poliert. Außerdem sollte er sie zum Reden bringen. Wird die Huttenflotte euch, mich und Nadrins Bohrer aus dem Orbit heraus zusammenschmelzen? Macht sie fertig! Es ist noch keine Zeit zum Sterben. Okay, Rache des Archons. Ich sag lieber Archon immer noch, ich bleib bei Archon. Ich finde Archon hört sich scheiße an. Hört sich an wie ein Arsch. Ich finde Archon schöner. So, wo müssen wir jetzt hin? Ah, hier oben hin. Reiseroute bestätigt. Ich glaube, dann sind... Oh, guck mal, ich habe gar keinen Buff drin gehabt. Ich trottel, sehe ich gerade die ganze Zeit. Oh, nee. Deswegen war ich so scheiße. Deswegen habe ich so scheiße gespielt, weil ich keinen Buff drin hatte. Oh, der Buff war weg. Ach, das ist das Gebiet hier. Das letzte Gebiet. Du kannst den Buff auch nicht mehr aktivieren. Ist auch schon egal. Ich meine, sowieso erstmal Session-Ende. Ja, sei ruhig da. Hier gab es früher auch mal, glaube ich, eine geile Daily. Ja, genau. Hier diese fünf Gegner einfach nur besiegen. Plan B, genau so hieß die auch. Ich find's echt scheiße, dass das hier keine Dailies mehr sind. Das war früher viel besser. Früher konnte man diese Quests jeden Tag machen. Aber leider mittlerweile nur noch einmalig. Dafür haben sie andere Dailies erfunden. Die total beschissen sind und lange dauern. Gut, die macht eh keine mehr. Bis bald. Ciao.